Er ist einer der beliebtesten Moderatoren Deutschlands, Nachrichtensprecher Peter Klöppel. Eine abendliche Nachrichtensendung auf RTL ohne den 62-Jährigen? Kaum vorstellbar. Kein Wunder, schließlich arbeitet der gebürtige Frankfurter schon seit über 35 Jahren für den Privatsender. 1990 geht Klöppel als erster USA-Korrespondent für RTL nach New York. Von hier aus liefert er nicht nur Live-Berichte, sondern lernt damals in Washington D.C. auch die Liebe seines Lebens kennen, Carol Sagesser. Die aus Minnesota stammende Journalistin und der Nachrichtensprecher verlieben sich und sagen 3 Jahre später Ja zueinander. Das frisch vermählte Paar baut sich ein Leben in Bonn auf. Kurze Zeit später krönt Töchterchen Gina ihre Liebe. Die mittlerweile 24-Jährige lebt seit einigen Jahren in New York. Im Big Apple arbeitet sie als Musikerin und Songwriterin, hat ein Album veröffentlicht und gibt sogar Konzerte. Trotz der Entfernung sind ihre Eltern eine große Stütze im Leben der rothaarigen Schönheit, wie sie mit diesen niedlichen Schnappschüssen beweist. Obwohl Peter Klöppel von Berufs wegen täglich im Rampenlicht steht, genießt er sein privates Glück gerne für sich. Öffentliche Auftritte mit seiner Ehefrau haben Seltenheitswert. Doch wenn Carol ihren Mann auf den roten Teppich begleitet, bezaubert sie in tollen Abendkleidern wie diesen und stellt mit ihrem sympathischen Lächeln beinahe sogar ihren berühmten Ehemann in den Schatten.